Schön, dass du da bist. Ja, ein kleiner Scherz am Rande. Und heute gibt es das erste Video von mir, ohne meine Hände zu benutzen. Ich habe heute eine Aufgabe bekommen, und zwar habe ich ein paar Nachrichten bekommen, dass ich in den letzten Videos sehr, sehr stark ausgerastet bin mit meinen Händen. Aber naja gut, es liegt halt in mir oder es ist in mir verankert. Von daher ja, habe ich halt diese Angewohnheit, viel mit den Händen rumzufuchteln. Aber dieses Video zum ersten Mal ohne Hände. Bis gleich, gleich geht's los. Mein Name ist Björn. Nach dem Intro habe ich eine wunderschöne Geschichte für dich. Ja, von 5 Affen. Und ich meine nicht mich damit. Diese Geschichte von den 5 Affen ist wirklich so passiert. Es ging um ein Experiment in Amerika mit 5 Affen in einem Käfig. Wow. Diese 5 Affen waren also in einem Käfig eingesperrt. In diesem Käfig stand eine Leiter und oben am Käfig hing eine Banane. Der erste Affe versuchte also, die Banane zu kriegen, indem er die Leiter hochging. In dem Moment wurden alle anderen 4 Affen mit eiskaltem Wasser nass gespritzt. Und das passierte jedes Mal. Jedes Mal, wenn einer der 5 Affen die Leiter emporging, um die Banane zu schnappen, wurden die 4 anderen Affen abgestraft. Die Affen verstanden es irgendwann mal. Und jedes Mal, wenn also ein Affe hochgehen wollte, wurde an ihm gezerrt, es wurde auf ihn draufgeschlagen, denn keiner von den anderen Affen wollte ja bestraft werden. Nach kurzer Zeit saßen alle 5 Affen im Käfig und keiner traute sich mehr, die Leiter emporzuklettern. Dann wurde der erste Affe gegen einen anderen Affen ausgetauscht. Der neue Affe kam in den Käfig, sah die Leiter, sah die Banane, dachte sich, lecker, und ging also auf die Leiter, wurde natürlich sofort geschlagen von den anderen 4 Affen, denn sie wussten, wir wollen nicht bestraft werden. Bedenke, die wurden nicht bestraft und der andere neue Affe wusste nicht, warum sie auf ihn einschlagen. Aber er dachte sich, alles klar, ich soll wohl nicht da hoch, also bleibe ich auch unten. Dann wurde der zweite Affe ausgetauscht gegen einen neuen Affen. Der neue Affe wollte hochklettern, wurde geschlagen, blieb unten. Der dritte, vierte, fünfte Affe wurde auch ausgetauscht. Am Ende saßen also 5 neue Affen im Käfig. Und hätte man jetzt die Affen gefragt, warum geht ihr nicht die Leiter hoch? Und warum schlagt ihr auf jemanden ein, der die Leiter hochgehen würde? Dann hätten sie gesagt, das haben wir schon immer so gemacht. Und das erleben wir doch auch ganz häufig, wir beide. Wir machen Dinge, weil sie immer so gemacht wurden. Wir haben feste Prozesse, feste Vorschriften. Hey, ich sag nicht, dass du jetzt irgendwelche Vorschriften brechen solltest, aber probier mal neue Dinge aus. Wenn du etwas Neues willst, was du noch nie gehabt hast, dann musst du Dinge tun, die du noch nie getan hast. Geh mal die Extrameile. Steh mal eine halbe Stunde früher auf. Bleib mal 5 Minuten länger auf dem Laufband. Lern doch einfach mal eine halbe Stunde länger. Lies ein Buch. Mach irgendwas, was du sonst nie gemacht hast. Denn das sind die Dinge, die dich weiterbringen. Außerhalb der Komfortzone liegt das Wachstum und einfach mal neue Dinge machen. Und nicht, es gibt den sogenannten Social Proof. Das heißt, wir machen Dinge, die viele Menschen um uns herum machen. Schau mal nicht darauf. Schau darauf, was dein Herz sagt, was dein Gefühl sagt und dann leg los. Oh, ich kann nicht mehr. So, da sind sie wieder, meine beiden Babys. Ich habe es aber geschafft, dieses Video ohne Hände zu vollziehen. Wenn dir diese Geschichte gefallen haben sollte und die Botschaft dich erreicht hat und du genau weißt, was ich meine, dann gib mir doch bitte einen affenstarken Daumen hoch. Ich würde mich mega freuen darüber. Abonniere bitte den Kanal, denn jeden Mittwoch und jeden Sonntag gibt es ein neues Video für dich. Und schreib mir bitte unter das Video, was dich interessiert, was dich gerade beschäftigt und was wir als nächstes für Videos produzieren können. Wir freuen uns auf deinen Kommentar. Deine Worte sind wie Musik in meinen Ohren. Also mach's gut, Vollgas Baby, sei kein Affe. Mach es nicht einfach immer so, wie alle es gemacht haben. Geh mal deinen Weg und probier mal was Neues aus. Dein Björn.